Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Wochenschau rund um den Smokers Newsletter, der Kalender der Woche 44 im Jahre 2023. Schön, dass Sie wieder dabei sind und schön, dass Sie reinschauen. Wie erreiche ich meine Zielgruppen? Wie ticken diese? Das ist die Kernfrage aller Marketingstrategien. Zur Generation Z und um die Geborenen um die Jahrtausendwende gibt es eine aktuelle Studie, die klarstellt, dass wir es mit einer meinungsstarken Generation zu tun haben. Diese Generation schätzt Innovation, Kreativität und Authentizität mehr als vergleichsweise andere Generationen. Die Generation Z ist weltweit die größte Altersgruppe und ihr Einfluss sowie ihre Kaufkraft wachsen täglich. So heißt es. Und diese Generation steht auf Marken. Sie ist bereit, mehr für ein Produkt zu zahlen, wenn die Marke in ist, große Bekanntheit besitzt und für Exklusivität steht und eine Abgrenzung zu den No-Names besitzt. Denn No-Names haben bei dieser Zielgruppe No-Chance. Kein No-Name, eine der ganz großen Marken im Zigarren-Business, ist unser Starter im aktuellen Smokers Planet Newsletter unter Intro. Dann starten wir unsere Info mit den WWF Zickers und zum 12. Mal in Folge gibt es hier eine Sonderedition zum Jahr des Drachens 2024. WWF bedankt sich zur Feier des chinesischen Neujahrs eine umfangreiche Limited Edition mit aufregenden Blends und attraktiven Accessoires. Und der Rauchbahn, die SDG, hat eine Geschenkofferte. Der Macanudo Inspirado Sevilla. Aladino-Zigarren stehen im Fokus des Fachhandels. So ein weiterer Bericht bei uns. Die PTR, ein Werk von Abraham Flores. Und zwar die PTR-L bei der Cuvée Especial 2023. Eine ganz persönliche Zigarrenkreation. Unser nächster Bericht, Roma Kraft, Boutique-Zigarren von Aficionados für Aficionados. Akraut war auf der Dortmunder Eder Tabak in all den Jahren zuvor und hatte eine Angelo Weitenneuheit dabei. Heimeliges verwenden wir aus Miltenberg. Da gibt es die neue Tabak Edition und zwar Balkums Winterfreude, eine vorweihnachtliche Einladung. Mitmachen und gewinnen. Woodland macht den Unterschied und lässt die Smokers Planet Leser gewinnen. Und dann schon entdeckt, mit Villiger unterwegs. Die Villiger Mini-Familie meldet Zuwachs. Der neue Geschmackshöhepunkt glänzt sofort als Star. Die Villiger Sunny Mini-Filter gewinnen bei der Intertabak, den Intertabak Star 2023. Unter Trinkbar haben wir einen Weinbrand, beziehungsweise eine Idee um den Weinbrand herum. Wir haben Whisky und Whisky, wir haben Rum und Brandy und wir haben eine Branini mit Rum. Und der Top of the Week zum Verschanken oder Teilen. Der exklusive limitierte Carlos André Sampler bietet sich an. Der Hingucker der Woche, John Aylesbury Winter Edition 2023, der mit den zarten Winteraroma. Exklusiv jetzt in allen John Aylesbury Depots. Dann sind wir dort besuchbar. Cigarren Festival Puro Support 2024 legt nach Nicaragua ein. Wir haben ferner Informationen und Berichte aus Reutlingen, aus München, aus Koblenz, aus Karlsruhe, aus Rüdstadt und den Berichten von den Genussabenden mit Smoking Modus. Weiter geht es bei uns unter Drinks and More. Dort wird es nur. Da haben wir The First, der erste Spiels Single Malt Whisky Aged in 10 Jahren. Und da lesen wir die ZM-Zigarre Kalenderwoche 23. In der Promethea soll dort noch einmal die SNTV-Präsentation im Herzen Havannas, historische Habanos Manufakturen, ein Bericht über den Besuch von Claudia Puschka und Vassili Redfall in Kuba. Was wir noch zu bieten haben, den Liedpartner der Woche,
Das ist der Tabakfreund. Tabakfreund in der Prenzlauer Allee in Berlin. Und Archiv. Das Archiv natürlich, das Ihnen immer zur Verfügung steht mit den Themen und Rubriken rauchbar, brauchbar, trinkbar, besuchbar und lesbar. Das waren an einmal mehr die aktuellen Infos aus der Smokerspost Nachrichtenküche kompakt zusammengefasst. In der Doppelausgabe zum Smokers Newsletter 42/43 habe ich mir hier bei Wilswoche einmal mehr den Unmut der Zuschauer eingefangen. Nein, speziell von einem. Ein Branchenteilnehmer, der zur Gruppe der kleineren Anbieter im Bereich RPA gehört, findet es absolut unpassend, dass wir immer die sogenannten Großen in der Branche in Szene setzen und speziell meine Person die kleineren Unternehmen ignoriert. Das ist absolut falsch und zeugt davon, dass dieser Branchenfreund nicht wirklich zu unserem kontinuierlichen Zuschauer gehört. Meine Wenigkeit und die Kollegen der Redaktion sind stets den Kleineren auf der Spur, da ich deren Mut und Aktivitäten außerordentlich schätze und wir sozusagen auf einer Ebene agieren. Wir sind ja auch ein Kleiner. Es gibt letztendlich einen Unterschied zwischen Klein und Groß. Die größeren Unternehmen betreiben aktive Pressearbeit und füttern die Redaktionen, die dann in der Lage sind, auf diese Information einzugehen. Die Kleineren haben dazu kein Netter, keinen Verantwortlichen und nehmen sich auch keine Zeit dazu. Sie dürfen mich beim Wort nehmen. Jedwede Info, die einen echten News-Charakter beinhaltet, bekommt bei uns ihre Beachtung und die Chance auf eine gut positionierte Veröffentlichung. Wirklich. Und ansonsten, in diesem Sinne und aller Freundschaft, wünsche ich Ihnen Fröhlichkeit und Gesundheit, lebe das Leben und freue sich dem Genuss, Ihr Klaus-Peter Will.